Mit der Startveranstaltung begann am 14. Januar die 10. Ausführung des Businessplan-Wettbewerbs an der Universität Liechtenstein. Das ist wirklich etwas, wo wir stolz drauf sind, dass wir es wieder durchführen können. Es ist auch von Bedeutung, weil wir sehr viele Neugründungen in den letzten 10 Jahren erreicht haben mit dem Wettbewerb. Und ich denke, es ist auch wichtig zu sehen, dass wir einen Beitrag zum Standort Liechtenstein leisten mit dem Wettbewerb. Das Ziel ist, dass wir möglichst viele Unternehmen gründen können. Also das ist die Leidenschaft, das ist die Aufgabe, das ist auch die Aufgabe des Instituts für Entrepreneurship, dass wir Unternehmer unterstützen und genau deswegen machen wir das. Der Dreamit-Workshop erweitert den Businessplan-Wettbewerb ganz besonders und zwar nach vorne hin. Wir versuchen, die Leute dazu zu motivieren, mit ihren Ideen zu kommen und diese während dieses Workshops weiterzuentwickeln und wirklich voranzutreiben, dass daraus ein tragfähiges Geschäftsmodell entstehen kann. Und dieser Workshop findet dann am 25. Januar statt. Wir haben außer diesem neuen Workshop haben wir 5 Trainings, während denen die Teilnehmer verschiedenste Sachen kennenlernen können, angefangen von Marketing, Strategien zu entwickeln, über die Dienstleistung selber zu entwickeln, bis hin zu dem Finanzmanagement. Also es wird alles in Form von Trainings angeboten und dann haben wir auch noch 2 Frühstück-Circles, wo ganz aktuelle Themen direkt noch einmal vermittelt werden und wo die Teilnehmer einen Mehrwert mitnehmen können. Für uns ist es hauptsächlich gut gewesen, dass wir einen Abgabetermin hatten. Es ist, glaube ich, etwas gewesen, was wirklich ja, etwas vom Wichtigsten war. Man weiß ja viel, ja, dann hat man so viel Sachen und irgendwann verläuft es im Sand. Und wir haben gesagt, gut, wenn wir es bis dorthin nicht schaffen, um die Idee aufs Papier zu bringen, dann würden wir es in der Praxis wahrscheinlich nicht schaffen, um das auf den Boden zu bringen. Und ja, so haben wir uns dann halt da angemeldet und wir sind dann in die Veranstaltungen gegangen. Und für uns als Team ist so wichtig gewesen, weil wir uns nicht alle untereinander so extrem gut kennt haben, dass wir schauen können, wie wir einfach funktionieren untereinander. Manchmal auch über brenzligere Situationen, man hat ja doch viele Diskussionen über gewisse Sachen. Geht das zusammen? Und manchmal hat man ja vielleicht dann auch, man hat zwar, man hat die gleiche Idee, aber vielleicht ist es dann ja gleich nicht ganz gleich. Und so haben wir können austesten, ob das so funktioniert, ohne überhaupt einen Franken zu verlieren. Dieses Jahr ist das Abgabedatum der 29. April. Bis 16 Uhr können Anmeldungen, aber auch die Businesspläne selber noch abgegeben werden. Und danach geht das Ganze dann in den Juryprozess, die aus den eingereichten Businessplänen 8 Stück auswählen, die sie dann nominieren. Und die kommen dann zu einem Pitchtag, werden die nochmal eingeladen und dort können sie ihre Idee nochmals vor einer Jury präsentieren und daraus werden dann die 3 Finalisten gekürt. Am Schluss ist es dann so, dass am 26. Mai findet die Preisverleihung hier in der Universität Liechtenstein statt.